Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Shimmer News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Los geht's. Den Anfang macht die Bild 5, die ein neues Mitglied in Beirat begrüßt. Guido Gräber, als Experte für digitale Transformation und Cloud-Technologien, wird er die Plattform bei der Optimierung und globalen Expansion unterstützen. Ziel ist es, ein offener Standard für den Plattformbetrieb und die unternehmensübergreifende Interoperabilität zu werden. Marianne de la Roche tritt ebenfalls dem Beirat bei. Sie wird den Bereich internationale Regulierungsfragen, Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen tätig sein. Bild 5 hat auch eins von drei Updates veröffentlicht. Eines davon ist Confidential Computing, das die Datensicherheit in öffentlichen Cloud-Umgebungen verbessert. Diese Technologie ermöglicht die Verarbeitung sensibler Daten in geschützten Enklaven, die für Unbefugte unsichtbar und unerkennbar bleiben. Bild 5 nutzt diese Technologie, um sichere Transaktionen zu ermöglichen und Datenschutz in sein Netzwerk zu integrieren. Dies verspricht eine nachhaltige, sichere und wirtschaftliche Lösung für Unternehmen. Der zweite Artikel erschien am 19.07. und beschäftigt sich mit Edge Computing. Edge Computing ist eine Technologie, die in die Datenverarbeitung näher an die Quelle bringt und Entscheidungen in Echtzeit ermöglicht. Zusammen mit Confidential Computing schützt es sensible Daten im Edge-Netzwerk. Die Integration mit Red Hat OpenShift gewährleistet die sichere Ausführung von Geschäftslogik auf Edge-Geräten, ohne die Vorteile der IOTA Ledger-Technologie zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist eine sichere und vertrauenswürdige Ausführung über den gesamten Edge-Bereich hinweg. Der Markt für Edge Computing wird voraussichtlich stark wachsen. Am 20. Juli gab es einen Einblick in einen Use Case des OTR, On-Tangle Request. Die On-Tangle Requests sind wesentlicher Bestandteil der Bild 5 Plattform. Sie schaffen eine einheitliche Kommunikationsebene über das Tangle und ermöglichen eine sichere, dezentrale und nachvollziehbare Kommunikation über das IOTA-Netzwerk. OTRs können anonyme Anfragen an zentrale Dienste, einschließlich Smart Contracts, stellen und auslösen. Die Verarbeitungskosten auf Protokollebene sind null, während geringe Gebühren für Bild 5 Plattformdienste anfallen können. OTRs wurden erfolgreich im IOTA-Shimmer-Netzwerk getestet und haben sich als bewährte Technologie erwiesen. Die Bild 5 Plattform plant, alle Funktionen schrittweise auf OTRs umzustellen und eine nahtlose Integration mit Web-3-Technologie zu ermöglichen. OTRs bieten eine einfache Brücke von Web 2 zu Web 3 und werden in Zukunft eine entscheidende Rolle in der gesamten Plattform spielen. Ziel ist es, alles über eine einfache Schnittstelle innerhalb des Tangles zu ermöglichen, zugänglich zu machen. In Zukunft wird die Mana-Station auch eine wichtige Rolle als Treibstoff für IOTA Level 1 Smart Contracts spielen. Matt Jager hat ein neues, altes Projekt gestartet. Das Projekt Demia spaltet sich von Digital MRF ab und arbeitet mit der IOTA Stiftung und Climate Check zusammen, um eine globale Datengemeinschaft für Umweltdaten zu schaffen. Demia wird das innovative IOTA Streams mit wichtigen Verbesserungen vorantreiben und sucht nach engagierten Demia Heroes, die das Projekt unterstützen möchten. Wer mitmachen möchte, sollte sich melden. Die IOTA Foundation hat beschlossen, die Entwicklung der mobilen Version ihrer Wallet Firefly einzustellen und sich stattdessen auf die Pflege der Wallet-Bibliothek zu konzentrieren, damit externe Unternehmen ihre eigene Wallet-Implementierungen darauf aufbauen können. Die Desktop-Version von Firefly wird jedoch weiterhin von der IOTA Foundation gewartet. Benutzer werden aufgefordert, entweder die Desktop-Version von Firefly zu verwenden und ihre Daten zu importieren oder eine vertrauenswürdige Wallet eines Drittanbieters zu verwenden. Diese Nachricht kommt nicht überraschend, da die IOTA Foundation bereits im letzten Jahr die Abspaltung angekündigt hat. In der Community gab es viel Unmut darüber. Als Alternative gibt es die TanglePay Wallet und die Bifrost Wallet auf Telegram. Deeper Finance hat einen Medium-Beitrag erstellt. Darin gibt es nichts Neues. Es wird nur erwähnt, wie toll die Plattform ist und was wir in Zukunft erwarten können. Neu ist die Partnerschaft mit Pyt. Die Integration von Pyts Echtzeitdaten garantiert eine genaue und zuverlässige Bewertung der hinterlegten Vermögenswerte und sorgt so für transparente und sichere Transaktionen. Weitere Kooperationen mit Branchenführern werden die DeFi-Infrastruktur weiter verbessern. Kommen wir zu den neuesten Assembly-Zahlen. In der sechsten von 8 Runden 690 Millionen Assembly wurden insgesamt ausgeschüttet und es verbleiben noch 22 Tage in dieser Runde. Der tolle Leitpfosten Alfred, in dem IOTA integriert ist, wurde dem Verkehrsminister in Berlin vorgestellt. Ob dabei das Wort IOTA gefallen ist, um den Verkehrsminister nicht zu sehr zu verwirren, bezweifle ich.
Blackpink gewinnt wieder einen Preis, aber die Stimmen aus der Community werden lauter, ob IOTA noch verwendet wird. Bis jetzt habe ich keine neuen Antwort auf diese Frage gefunden. Was denkt ihr? Benutzt Blackpink immer noch die Technologie oder war es das? Schreibt es in die Kommentare. Die IOTA Foundation macht gute Lobbyarbeit, wenn es um Blockchain und Europa geht. Der Data Act, der vor Monaten ins Parlament kam, wurde von der gesamten Industrie negativ aufgenommen und es bildeten sich Petitionen und Organisationen mit Gegenvorschlägen. Daraufhin wurde einige Änderungen vorgenommen. Die neue Erklärung zeigt, dass die Initiatoren zufrieden sind und dass vieles berücksichtigt wurde. Vor zwei Folgen habe ich die Blockchain 23 in Portugal erwähnt. Das war ein erster Workshop für DLTs. Nun hat die IOTA Foundation einige Impressionen gezeigt. Außerdem hat das Paper Managing Right Access Without Token Fees in Leaderless DAG-Based Ledgers den Best Paper Award gewonnen. Co-Autor war Andrew Cullen von der IOTA Foundation. Regulierung ist wichtig, daher gab es auch einen Bericht des DeFi Horizons, des EU Blockchain Forums. Der neue Report ist eine Reaktion auf die ACPR-Konsultation, um DeFi besser zu regulieren. Ein neues Paper zum Thema Improving Quality of Services for Users of Leaderless DAG-Based Distributed Ledgers wurde ebenfalls veröffentlicht. Die Benutzerfreundlichkeit von verteilten Ledgern ist entscheidend für deren Akzeptanz. In diesem Paper wird ein Mechanismus für die Interaktion zwischen Benutzern und Knoten in Leaderless DAG-basierten Ledgern wie IOTA vorgeschlagen. Der Mechanismus ermöglicht es Benutzern, knotenbasierende auf der Dienstgüte auszuwählen, um das Risiko einer schlechten Dienstgüte zu minimieren. Simulationsergebnisse werden präsentiert, um die Effektivität der vorgeschlagenen Richtlinien zu demonstrieren. Abschließend gab es Apolitical Co. eine kurze Zusammenfassung des Berichts Bridging the Gap Between Technology and Regulation with Dialogue. Kowai hielt einen Vortrag an der National University of Singapore vor mehr als 100 Teilnehmern, unter anderem darüber, wie großartig IOTA und Shimmer sind. Das Ganze wurde sogar auf YouTube veröffentlicht. Das Video dauert eine Stunde, den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. MosquitoPay twittert, dass ihr erstes Produkt kurz vor der Veröffentlichung steht. 62 Mitglieder der Community wollen die Alpha ausprobieren. Herzlichen Glückwunsch zu diesem ersten großen Meilenstein. Am 20.07. hat Nakama Labs eine großartige Neuigkeit verkündet. Virtue, die überbesicherte Stablecoin-Kreditplattform. Auf Shimmer mit 0% Zinsen. Als DeFi-Plattform mit überkollateralisierten Stablecoins minimiert sie die Risiken der Volatilität von Kryptowährungen. Der native Stablecoin VUSD ist an den US-Dollar gekoppelt. Virtue ist eine modifizierte Version von Liquity und ermöglicht eine breite Auswahl an Vermögenswerten zur Besicherung von Krediten. Die Plattform hat zwei Token, VUSD als Stablecoin und Virtue als Utility Token. Virtue-Besitzer können ihre Token nutzen, um Gebühren für die Kreditvorgabe und VUSD-Rückzahlungen zu verdienen. Virtue bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter 0% Zinsen, Stabilität durch Überbesicherung, einen Stabilitätspool zur Liquidierung riskanter Positionen und Multikollateral-Assets. Die Plattform ist dezentralisiert und hat Sicherheiten als Kernwert. Virtue wird demnächst auf Shimmer EVM starten. Die Tangle Gang hat eine gute Frage an die Governance Community gestellt. Wann geht es mit den 50T weiter? Falo gab eine folgende Antwort, sobald die EVM auf IOTA läuft. TanglePay hat ein neues Update 1.5.6 herausgebracht. Es gibt keine neuen Features, nur die Vorbereitung auf die Shimmer EVM. Auch die Bifrost Wallet hat ein Update 1.2.0 veröffentlicht. Als große Neuerung gibt es einen GPT-4 Wizard. Außerdem gibt es Rankings und automatisches Gewinnen von Preisen, wenn man Aufgaben erfüllt. Hans Moog hat ein vielversprechendes Update auf Twitter veröffentlicht. Der Text beschreibt die Entscheidung, die Arbeit am IOTA Core Prototypen einzustellen, stattdessen alle Komponenten von Grund auf neu zu schreiben. Die Schwierigkeiten beim Debuggen des Prototyps werden erläutert, darunter komplexe Logik, fehlende Isolation, Schwierigkeiten bei der Multithreading-Implementierung und Schwierigkeiten beim Spezifizieren und Erklären der Algorithmen. Hans erwähnte die Idee, die Logik in den Block zu verlagern, um die Komplexität zu reduzieren. In den letzten zwei Monaten wurde an einem neuen Software-Framework gearbeitet, das eine bessere Möglichkeit bietet, Datenstrukturen und Logik auszudrücken. Die neue Methode scheint die oben genannten Probleme zu lösen und ist mit dem bestehenden Code kompatibel. Weitere technische Erläuterungen sind in einem separaten Beitrag versprochen. Nun zu den Updates rund um IOTA und Shimmer.
Als erstes wurde das IOTA SDK in der Version 1.0 veröffentlicht, was den Fortschritt für das große IOTA Update Stardust und 2.0 gut voranbringt. Auch die WASP Note wurde einigen Updates hinzugefügt, Version 0.7.0 Alpha 9. Die Firefly Shimmer Wallet wurde auf die Version 2.1.4 aktualisiert. Hier gibt es interessante Neuerungen, die das Shimmer EVM vorbereiten und erweitern. Auch die Firefly Wallet für IOTA wurde in der Version 1.7.1 veröffentlicht. Hier geht es aber nur um das Staking. Die Parameter Task Force arbeitet an Netzwerksimulationen zur Kontrolle von Congestion. Mit der richtigen Einstellung konnten die Verstopfung gut kontrolliert werden, aber einige Blöcke von Nicht-Spammern können verwaist sein. Es wurden Ideen für Mana-Märkte und Spam-Schutz für ICPs vorgeschlagen. Fortschritte wurden auch bei den Mana-Tipps und Belohnungen gemacht und die Arbeit an der Dokumentation und der Generierung von Zufallszahlen wurde fortgesetzt. Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.